Ja, hi ihr Lieben. Ich habe noch mal eine Idee gehabt, ein schnelles Video zu machen. Ich habe ein bisschen was in meinem Bastelzimmer umgeräumt und wollte euch da eigentlich mal mitnehmen, was ich heute den ganzen Tag so gemacht habe. Weil ich hatte erst heute vor, ein bisschen Fimo zu machen, weil noch zwei Sachen ausstehen, die ich unbedingt machen wollte. Dann ist es aber heute so unerträglich warm. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber bei uns ist es so heiß, dass ich nicht wirklich mit Fimo arbeiten kann, weil es ja dann in den hinten immer so zerläuft. Und aus diesem Grund habe ich mir mein Bastelzimmer vorgenommen und habe das noch mal ein bisschen umgestaltet und wollte euch einfach mal zeigen, was ich gemacht habe. Und zwar fangen wir an mit dem Basteltisch. Da habe ich die Teile jetzt so aufgestellt, dass es so eine Ecke ergibt, quasi, dass ich halt alle gleich griffbereit habe, weil ich wollte meine Orchideen weiter zusammenstellen, weil die da oben schon schöne Blüten kriegt und diese aber immer rummeckert. Und mir hat mal einer gesagt, dass man Orchideen immer zu zweit haben soll. Und deswegen habe ich das mal ausprobiert. Ja, hier ist eigentlich alles so geblieben wie immer. Meine Schandtatsecke, die wir da haben, habe ich auch immer noch mit meinem Päckchen und mit meinem Verpackungsmaterial. Da unten ist die Verlosungskiste, die ich gemacht habe. Und da kommen wir jetzt schon. Wartet mal, ich müsste mal kurz drehen. Da kommen wir schon zu zu meiner Neuheit. Und zwar habe ich da mein UV-Resin-Kiste und da unten ist Verpackungsmaterialkiste. Ich habe das jetzt alles immer so mit einer Schrift versehen, dass ich nicht mehr so ewig überlegen muss, oh Gott, wo hatte ich das jetzt hingepackt? Dann habe ich hier drinne die ganzen Kisten, die Döschen, die ich mal gekriegt habe, wo auch natürlich meine Binderinge drin sind und sowas. Das habe ich mir ja mal vom Action gekauft und die beiden habe ich ja geschenkt bekommen. Und ja, dann habe ich hier noch ein bisschen meine Feuchttücher drinnen, immer so Notizzettel. Die schwirren bei mir überall rum. Dann habe ich hier einmal noch so eine Plastedose. Da mache ich ja immer Fimo-Sachen rein, die fertig sind, wenn ich sie noch nicht backen kann, will, weil. Warum auch immer. Und hier unten, ja, wie gesagt, Verpackungsmaterial. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, was ich schon in meiner UV-Resin-Kiste habe. Und es ist wirklich schon jede Menge, würde ich sagen, ne? Ich habe jetzt mir das da einmal reingemacht, wo die ganzen Werkzeuge sind, diese Pinzetten und sowas alles. Dann habe ich hier schon mal Lünetten reingepackt. Und zwar sind das alles so, die Lünette habe ich mir mal gekauft. Aber den Rest habe ich geschenkt bekommen. Und die Katzen habe ich mir auch gekauft. Das habe ich eher in meinem Haul sicherlich gesehen. Die habe ich hier geschenkt bekommen. Die habe ich jetzt schon mal alle hier reingemacht. Da werde ich dann immer hier diese Medaillons reinmachen. Dann diese Lünetten oben in diesen verschiedenen Farben. Und hier kommt dann halt noch irgendwann, also hier wo leer ist, noch Bronze rein. Dann habe ich ganz klasse, die habe ich auch mal gekriegt, die Dose, habe ich die ausgeräumt und habe da jetzt mein Streudeko und mein Glitzer reingemacht. Und da passen wirklich immer drei aufeinander. Und somit habe ich da echt, ja, eine super tolle Glitzerbox, dass es dann gleich losgehen kann. Und dann habe ich hier auch noch ein bisschen Glitzer. Das ist ja das, was ich mir gekauft habe. Hier habe ich mir die Farben reingemacht. Und hier ist diese Kiste, die ich dann halt immer rausnehmen kann und wo dann meine Molds drin sind. Und ja, so habe ich das erstmal gestaltet. Ich weiß nicht, ob es so bleibt oder ob ich es nochmal umende. Das ist ja bei mir immer so eine, ja, Launensache, sage ich mal. Aber ich wollte auf jeden Fall erstmal eine Kiste haben, dass da mein ganzes UV-Zeug reinkommt. Da liegt ja noch mein Bastelschild. Und ja, dann habe ich natürlich auch, das habe ich übrigens auch mal bekommen. Hier oben drauf habe ich mir jetzt mein Pocket Letter gestellt, weil es vorher hier in meiner Wand mit drinne war. In meiner Geschenkewand, die ich hier von euch habe. Hier steht ja alles, was ich liebe und immer angucke und bestaune.
Und ja, da hatte ich erst das Pocket Letter mit drinne, aber es ist immer wieder umgeklappt und somit hat man es nicht gesehen, nur habe ich es einfach hier oben mit draufgelegt und kann ich es mir immer angucken, wenn ich reinkomme. Ich finde es ganz süß. Muss mal gucken, ob ich es noch festklebe oder ob es dann so bleibt. Ja, und dann habe ich diesen Schrank mal aufgeräumt. Der war ja, wo ich hier rübergezogen bin wieder von der Winter- auf der Sommerzeit, bin ich ja hier wieder eingezogen. Da war dieser Schrank einfach mal total vermüllt, weil ich habe alles nur reingestopft und irgendwie versucht unterzubekommen. Und ja, nur habe ich mir da mal ein bisschen Zeit für genommen. Hier ist schon meine neue Kiste, die ich ja noch gestalten will, oh Gott, wo die ganze Post drin ist. Das ist ja schon die zweite, die ich habe. Dann habe ich hier die Sachen aus meiner Tauschbastelgruppe. Dann habe ich hier auch wieder, entschuldigt, dann habe ich hier auch wieder alles beschriftet mit Kabos, Sticker und Embellishments. Ich weiß nicht, ob das richtig geschrieben ist. Lacht jetzt bitte nicht. Ich habe das immer so ganz schnell geschrieben, dass ich es für mich halt weiß, was ich da drinne habe. Und da habe ich dann halt sowas, was man für Papier oder für Mixed Media braucht. Da habe ich dann hier so die ganzen Stoffzeug und sowas alles drinne und ja. Dann habe ich hier meine ganzen, ja, diese Holzembellishments drinne und meine ganzen Strasssteine drinne. Das habe ich jetzt alles immer ein bisschen sortiert. Hier ist dann dieses Set, was ich mir gekauft hatte mit den Vögeln. Ja, und dann habe ich hier unten noch, genau, dann habe ich da noch diese Embellishments, diese, ja, hier diese metallischen drinne, die vom Action. Und dann habe ich hier noch Doilies und ein paar Stanzteile. Das habe ich dann alles mal so ein bisschen zusammen gemacht und habe das dann rangeschrieben. Ich packe das mal schnell hier oben hin, um euch dann mal zu zeigen. Bei den Stickern habe ich dann auch alles zusammengefasst. Und da habe ich dann hier einmal die ganzen Sticker mir ausgeschnitten, die man in den Action Deluxe Blöcken hatte. Erst denken, dann reden. Ich habe dann hier einmal wieder Zahlen und Buchstaben. Da sind ja auch ein paar wieder zugekommen. Dann habe ich hier Kawaii und da brauche ich schon eine große Klammer. Es waren ja auch fast alles immer Geschenke, die ich gekriegt habe in meinen Tauschpost. Dann habe ich hier meine ganzen Katzensticker. Da habe ich ja auch ganz viele bekommen. Dann habe ich hier das Thema, was steht da? Disney. Da habe ich ja diese, die ich auch doppelt und dreifach habe. Und dann ist, glaube ich, noch Romantik dabei. Und da habe ich jetzt das drunter gepackt. So dieses verspielte Märchenhafte mit den Herzen. Und hier diese tollen, tollen Tiere. Da will ich ja unbedingt eingießen. Das ist schon das Erste, was ich vorhabe, ist, dass ich mir vielleicht ein paar Tiere hiervon eingieße. Und ja, dann habe ich noch meine ganzen Kabus heute sortiert. So, und dann habe ich hier, wie gesagt, meine Kabus sortiert oder meine Flatbacks oder wie man es auch sagen mag. Und ja, da habe ich hier Herzen, da sind alles an Blumen. Hier sind die großen. Dann habe ich hier Süßigkeiten, dann habe ich die kleinen Mädchen, dann habe ich hier eine Planare, dann habe ich hier so Thema Grusel, dann habe ich hier so Kawaii, das ist beides zusammengefasst, kann ich eigentlich auch den Trenner rausmachen, wollte ich eigentlich noch, weil das dann so zusammen ist. Da habe ich ja hier meine selbstgemachten Einhörner, Little Twin Stars und eine Kitty und eine Wolke mit Augen und sowas. Dann habe ich hier so Thema Mode und ja, so Mädchen. Und dann habe ich hier daneben meine ganzen Schleifen. Und ja, das habe ich mir heute mal einsortiert, weil ich das ganz cool finde. So muss ich nicht immer wühlen, sondern ich kann dann genau sagen, oh, ich habe jetzt Thema kleine Mädchen, gucke ich rein, bei Kabos, was will ich da haben? Und sowas fand ich ganz cool. Fand ich auf jeden Fall besser und strukturierter. So habe ich das gemacht. Dann habe ich da, wie gesagt, meine Schneidemaschine und hier ist alles so geblieben wie immer. Also hier hat sich wirklich so gut wie gar nichts verändert. Das ist ja mein Fimo-Regal, wo ich dann Molds drin habe und Fimo drin habe und da ja, dann meinen kleinen Dremel da drin habe. Also Bohrer. Dremel ja nicht, sondern Bohrer. Und dann habe ich da noch diese Kisten drin, dass so zum Beispiel, wenn, ach, weiß ich auch nicht, Reste sind oder so. Ja, habe ich da meine Stempels, die habe ich ja hier. Da habe ich mein Gorgeous Puppe und die habe ich ja geschenkt bekommen, die beiden Sachen und die habe ich ja selber gemacht. Und ja, ich wollte euch das einfach noch mal zeigen und dachte mir, das ist vielleicht mal ein gutes Video, um zu zeigen, was ich im Moment mache, wenn ich nicht zum Basteln komme. Und ja.
Entschuldigt. Auf jeden Fall nur ganz kurzes Update. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Schwitzt nicht so dolle wie ich. Ich hoffe, dass es euren Kreislauf gut geht. Trinkt viel und vermeidet, nach draußen zu gehen. Das ist echt abartig. Ja, in diesem Sinne, ganz lieben Knutschgruß, eure Schalli.